Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus dem Skigebiet Felders in Südtirol in Italien. Ich bin gerade unterwegs zum Skigebiet und werde euch jetzt die nächsten paar Stunden mitnehmen ins Skigebiet. Ich gehe heute hier Skifahren. Und wir werden uns heute mal die Piste im Felders anschauen, die Lifte, ob die auch so funktionieren wie auf der Webseite beschrieben. Eine Tageskarte kostet aktuell 41 Euro. Und ja, schauen wir mal, ob sich das Geld auszahlt. Und einerseits haben wir eine ziemlich lange Anreise, wenn da die ganzen Autos so langsam fahren. So, erster Punkt ist einmal der Parkplatz im Skigebiet. Schauen wir mal, ob wir da parken können. Ui, da stehen schon einige Autos. Ui, können wir da parken? Wo parken wir hier? So, naja, vielleicht etwas. Vielleicht wieder Nachbar auch hinaus. Sorry. Okay. Das sollte ausreichen. So. Ja. So. Auto versperrt haben wir, ja. So. Dann gehen wir mal ins Skigebiet, kaufen uns eine Halbtageskarte. Es ist 11.50 Uhr. Und ja. So. Oh, heute ist hier nicht so viel los. Oh, aber auf den Skipisten ist einiges los hier. Okay. Gut. Ja. Hallo. Guten Tag. Ich hätte gern eine Halbtageskarte. Kostet 35 Euro. Okay, dann nehme ich eine Halbtageskarte ab 12, bitte. Ja, sind dann 35 Euro. Okay, hier. Bitte, danke. Dann wünschen wir Ihnen einen schönen Tag im Felders. Dankeschön. Ihnen auch. Wiedersehen. So, wir haben uns nun eine Halbtageskarte gekauft. Unsere Ski haben wir natürlich wieder mit. So, dann schauen wir mal. Erster Punkt. Wir haben mal hier die Map, damit wir uns hier zurechtfinden als Skigast. So. Was gibt's denn da? Oh, was steht denn da? Skibetrieb bis 16.30 Uhr. Alle Pisten sind im Betrieb, sehr schön. Lawinenwarnstufe 1, geringe Gefahr. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Skitag. Ja, ich euch auch. Have a nice day on the mountains, oder? Also on the slopes. Heute alle Lifte in Betrieb. Das klingt schon mal sehr gut und alle Pisten sind geöffnet. Da freut man sich natürlich sehr als Skifahrer. So. Ich würde mal sagen, wir sind hier im Felders im Tale. Auf 1600 Meter. Und ich würde mal sagen, wir fahren mal hier mit dem Grünboden-Express einmal rauf. Fahren dann einmal hier die Piste Nummer 6 runter. Münden auf die Piste 7 und schauen uns einmal das kleine Gebiet hier für unsere blauen Gäste an, also nicht die blauen, sondern ja, unsere nicht so talentierten Skifahrer. So. Also mit unserer Karte sollte es kein Problem sein, hier reinzukommen, genau. Da werden wir mal hinauffahren. So, dann geht hier der Bügel zu. Und es geht rauf. Da können wir erstmal die schöne Aussicht genießen.
Ja, dann werden wir dann auch hier runterfahren. Wir schauen uns mal. Die Pistenbedingungen sind ja heute sehr gut. Es liegt auch ordentlich viel Schnee noch hier im Februar. Ja, dann möchte ich dann auch runterfahren. So, wir sind jetzt oben bei der ersten Station. Ja, und wir werden mal hier den Lift verlassen. So, wir haben unsere Skier schon angeschnallt. Und da kommen schon wieder einige Skifahrer. So, dann oder fahren wir mal ganz rauf. Wisst ihr was, Leute? Wir fahren mal ganz rauf. Das heißt, also da steht Achtung langsam. Und fahren wir ganz rauf einmal. Ich würde gern da sitzen gerne. So, und nun geht's rauf auf. Ja, auf 2500 Meter. Auf jeden Fall schöne breite Pisten haben sie hier. Und auch eine Rennpiste, sehr schön. Die schaut auch schon ganz schön mitgenommen aus. Na, aber schauen wir mal, was der Skitag hier bringt. So, nun sind wir eh schon oben angekommen an der Endstation. Bis zu 9, okay. Schauen wir mal, was die zu bieten hat. Ui, da geht schon mal steil runter. Ui. Ui. Ja, das passiert mir auch manchmal in echt.
Das ist dann sehr, sehr schmerzhaft, wenn man im Netz landet. Natürlich scheint die ganze Zeit die Sonne auf die Piste, dann kann schon mal sein, dass um 12 Uhr die Piste etwas aufgeweicht ist. Also nicht mehr so kompakt wie um 9 in der Früh. Ui, ui, das sind wir da ein bisschen gesprungen auch schon. Aber ein bisschen im Schatten. Aber mal runter. Aber ganz schön viel los hier im Felders heute. Einordnen lassen, wie auf der Autobahn. Ui. Da ist wirklich viel los. Aber da, wir wollten da runterfahren. Ui. Tut mir leid, die Dame. Aber viel los hier. Oh, sind wir schon wieder unten im Tal, sehr schön. Dann fahren wir mal darauf. Ja, dann schauen wir mal, wie die blauen Pisten sind. Ja, also mit dem Sessellift geht es ja viel schneller, aber hier gibt es ja nur leider diese Ankerlift. Die sollen wir auch nicht verlassen, steht da beschrieben. So, da waren wir gerade oben, Leute. Da sind wir jetzt ein bisschen runtergefahren. Und jetzt würde man sagen, wir schmeißen uns diese Piste hier runter. Also im Kinderland sind heute keine Kinder. Also, aber ich glaube, hier im Simulator gibt es auch keine Kinder. Ui, da schmilzt der Schnee schon. Ich bin auch gespannt, wann mal der Schnee hier schmilzt. Der wird auch bald schmelzen. Ich glaube bis 23. März im Felders im Skibetrieb. Da werden wir uns natürlich auch hier anpassen so. So. Oh. Nicht in Schlangenlinien fahren, okay, also nicht so, okay. Und nicht Sturz sofort verlassen, okay, also wir stürzen hoffentlich heute nicht hier von
Bomb Ankerlift. Das wäre vielleicht nicht so intelligent. Da sind wir hier oben angekommen. Dann schwingen wir uns runter von hier heroben. Haben wir auch noch die Möglichkeit einzukehren in eine Skihütte. Ja, dann können wir uns wieder runterstützen. Ja, ihr findet ab sofort bei mir auf dem YouTube-Kanal eine eigene Playlist mit dem Skigebiet Pfellers hier aus dem Winterresort Simulator 2. Na, aber Skifahren macht echt Spaß. Wie das Kinderland. Aber nein, da werden wir jetzt nicht hingehen. Wir sind ja schon erwachsene Leute. Hier Après-Ski-Lokal. Hallo, ich habe eine gültige. Ein gültiges Ticket. Ich will Skifahren gehen, hallo? Dann schleichen wir uns halt um und um. Und dann werden wir die andere Piste mal testen. Schwingen wir uns da die Piste runter. Ja, mit Schwung. Bin dann gespannt im Sommer hier, ob man da wandern kann. Ob man hier wandern kann, wenn der Schnee weg ist. Dann heißt es einfach der Sommerregion-Simulator. Ganz schön viel los hier im Fellers. Ich könnte da mitfahren.
Wir fahren mal rauf wieder auf den Berg. Jetzt werden wir mal die kleine Piste runterflitzen, die rote. Können wir da auch Freeride machen? Durch den Wald? Naja, jetzt glaube ich nicht so empfohlen. So, dann sind wir wieder herum angekommen. Wiedersehen. Schönen Skitag euch. Dann würde ich mal sagen, wir setzen uns kurz ein bisschen mal hin. Chillen ein bisschen in der Sonne. Ja, aber einiges los hier. Muss auch dazu sagen, es ist halt wirklich ein schöner Tag hier in Pfellers, in Tirol, in Italien, in Südtirol. Na, macht Spaß hier. Ja, so, jetzt habe ich hier ein bisschen geschlafen und 13:20 Uhr wird schon. Ui, da wird es langsam finster hier im Eck. So, weil der Berg dazwischen ist. Okay. Dann würde ich mal sagen, kommen wir noch ein bisschen Skifahren. Und ja. Aber der Schnee schmilzt langsam, ist mir aufgefallen. Der Techno Alpin. Wenn wir auch hier bewundern. Fahren wir noch mal rauf oder fahren wir mal hier runter? Da fahren wir vielleicht noch einmal rauf den Berg. Kann man da rüber? Nein, das ist Krasse. Da sollte man vielleicht eher nicht rüberfahren. Oh, da geht's wieder. Da links möchte ich nicht runterfahren. Rechts durch den Wald. Aber wirklich viel los hier. Natürlich bei so schönem Wetter. Ja, stehe ich die Leute hier auch. Aber es trauen sich auch viele. Die schwarze Piste hier runter. Ja, einiges los hier im Pfellers. Wo darf ich mitfahren? Schaut mal, was da los ist. Auch gern mitfahren. Okay, dann fahre ich dann mit.
Aber so freut man sich natürlich, wenn im Skigebiet viel los ist, dann wird es auch nicht langweilig. Und wie geht's euch so? Ist ein herrlicher Skitag heute im Skigebiet Pfelders. Macht wirklich Spaß hier Ski zu fahren, wie den Wintersport auszuüben. Und schaut mal hier. Auch einiges los auf der Piste. Ich habe jetzt gespannt oben, da kommt die Sonne raus, da ist es noch etwas heller. So, dann sind wir wieder oben. Und öffnet sich auch gleich hier die Bügel und diese Schutzhaube da vor Schnee. Wenn man hier, ich möchte auch genau steigen. So, dann werden wir hier gleich einmal runter düsen. So, ihr könnt ja auch auf mich aufpassen, liebe Skifahrer. Und wir schnappen uns wieder über die die Skier und ja, wir fahren mal, würde man sagen, wir fahren noch mal rauf, wir wundern noch das Skigebiet von der Aussichtsplattform. Aber hier ist nicht so viel los. Was natürlich nicht heißt, dass diese Bahn hier nicht voll ist, aber ja. Es fahren einfach die Leute viel lieber runter als darauf noch einmal. Obwohl der Achtersessellift natürlich viel mehr ausgelegt ist für höhere Anstürme. Aber ja. Fahren wir nochmal rauf und ja. So, dann schließen sich auch gleich die Sicherheitsbügel automatisch. So, diese Blase machen wir auf. Ja, schön der Pistenbulli geparkt. Die werden wahrscheinlich in der Nacht präparieren, die Pisten. Haben sie aber auch viel Arbeit. Jetzt würde ich gerne hier noch diesen Slalom testen. Sofern ich darüber komme, muss ich mal schauen. Buckelpiste. Da hätte man vielleicht in der Frühschiebung gehen sollen. Weil das Slalom auf der Buckelpiste zu fahren ist, glaube ich, auch nicht so. Ja. Einfach. Ja, das ist eine separate Rennpiste hier rechts. So, dann fahren wir auf 4. Bis 24. April können wir hier noch in Pfelders im Basayertal Skifahren. Also haben wir noch einiges Zeit. Ja, wir haben hier in Pfelders 4 Kilometer blaue Piste. 9 Kilometer rote Piste und 5 Kilometer schwere Piste, also schwarz. So.
dann lernen wir unsere Skier wieder schnappen und ja. Dann schwingen wir uns da die Piste runter. Und versuchen natürlich nicht im Sicherheitsnetz zu landen. Und nehmen mal Schwung. Und schauen wir mal, wie weit es darauf geht. Wir können auch Freeride machen, aber nein, das machen wir mal nicht. Wir stürzen uns nicht ja die Piste runter. Oh, das ist ein See unten dann. Da wollen wir nicht runterfahren, nein. Und dann schauen wir noch mal darauf. Da gibt es, glaube ich, auch eine Aussichtsplattform. Ob die in echt auch da ist, weiß ich nicht. Auf welchen Gipfel sind wir denn? Am Karkopf. Auf 2400 Meter. Okay. Animiert ist das Schild nicht. Okay. Aber waren denn da? Waren wir jetzt? Wir sind jetzt von da ganz unten. Also im Tal. Im Tal sind wir da raufgefahren über die erste Bahn hier zur Mittelstation und dann hier die Ski runter und jetzt sind wir hier rauf. Und jetzt werden wir dann wieder runterfahren und hier auf unsere Rennpiste. Die wollte ich noch testen. Also wir haben, da hinten geht schon der Mond auf. Der ist doch dreiviertel zwei, wird schon langsam. Oh, schönes Skigebiet. So, wir schnappen uns dann wieder unsere Skier unten. Und dann, ja, also ein bisschen steiler Weg hier. Aber das stört mich jetzt eher weniger. So, ja, gut, da also ich wollte die Piste runter so und die Piste schon auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Wir schnappen uns aber unsere Skier und gehen hier an den Start. Ja. Ich will da nicht runter. Ich will da nicht runter. Aber ja. So, und auf geht's. Schau mal, ob ich Slalom fahren kann. Da müssen wir ja rüber. Ui. Auch so eine so ganz gefährliche Bohre. Naja. Da traut sich eine Dame Slalom fahren. Aha. Okay. Na. Oder? Ui, jetzt bin ich ausgeschieden, schade. Ein Tor versäumt. Aber es ist machbar. Ja, es ist machbar. Es ist machbar, Leute. Also hier mit dem Slalom runter zu fahren.
Aber wir fahren das gemütlich da runter. Die Piste Nummer 6 werden wir jetzt da runterfahren. Und ja. Aber wirklich, okay, na, ich sag's nicht mal, ihr wisst es eh. Ein tolles Skigebiet hier. Und es ist einiges los, Leute. Also, okay, dann fahren wir auch dort, wo die meisten Leute fahren. Guten Tag. Okay, fahren wir da runter. Ui. Autsch, das war ein Schild. Autsch, das tat weh. Dürfte ich da ganz kurz durch, danke. So, dann waren wir jetzt 3 Stunden hier Skifahren im Fellers und es ist schon 2:45. Aber wirklich viel los hier im Fellers. Also ich war ja letzte Woche, habt ihr gesehen. Letzten Dienstag waren wir in Wallnitz Skifahren und ja, aber da finde ich ist viel mehr los als im Wallnitz, im Wallnitzer Tal. Ja, und da in die Hütte, da kann man sich da irgendwo aufwärmen. Ja, würde ich mal zum Auto gehen und vielleicht rüberfahren ins Après-Ski-Lokal. Ja, fahren noch die Leute rauf. Betrieb heute bis 16:30 Uhr. Okay. Wo steht unser Auto? Das ist die nächste Frage. Wo steht unser Auto? Danke. Oh. Wir müssen in der Außenansicht etwas noch an. Das ist ein Schutz, wenn die Ski runterfallen sollten. Oh, können wir da mit unserer Skikarte passieren? Sehr gut. Wenn die Autofahrer etwas mehr Rücksicht nehmen würden. Jetzt haben wir uns verfahren. Haben wir uns aber wirklich verfahren. Jetzt müssen wir da umbrennen fahren irgendwo.
Weil eigentlich wollte ich ja darauf fahren. Genau, da wollte ich jetzt ein Glühwein trinken. Oh, die ist mit ihnen. Waren sie es oder nicht? Und wo ist hier ein Parkplatz? Stellen wir uns da hin. Ich hoffe, man darf hier stehen. Waffeln, lecker Waffeln, sehr schön. Lecker Punsch. Schön. So, Swipbogen, glaube ich, heißt das hier. Ui, ich finde ja schon etwas blass aus. Aber schön. Essen wir hier ein paar Waffeln und ich sage dabei auf Wiedersehen bei meinen fleißig bravo Zuschauern. Bedanke mich auch heute wieder fürs Einschalten hier aus dem Skigebiet Pfälders in Südtirol in Italien. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und vielleicht, oder ihr wart schon im Pfälders Skifahren. Ansonsten habt ihr heute gesehen, was hier alles möglich ist im Pfälders. Also, Pistenspaß garantiert. Wie auch hier im Simulator, genau. Ja. Dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao, sagt der Markus. Bis zum nächsten Mal.